Wir sollten es mal ansprechen, aber ich finde es immer so interessant, wer fängt gleich an oder wer traut sich zuerst. Ja, vor allem, ich gucke immer gerne auf den Vorschau-Monitor, der da oben hängt, um zu wissen, wann wir denn drauf sind. Wir sind wieder auf jeden Fall jetzt drauf mit Knaller durchgenommen, Horizon Zero Dawn. Regie hat auch schon ins Spiel geschaltet, Gregor hat in der letzten Folge am Ende von mir übernommen. Wir sind hier noch von ein paar kleineren Maschinen umgeben und sind kurz vor der nächsten Hauptquest-Stelle angekommen. Guck mal, die Graser, die hier sind, ne, siehst du, die ich sehe es gerade, die haben diesen Rotor. Ja, ein Rotor, so ein Sägeblatt unten, womit die dann reinsemmeln. Vielleicht sammeln die Rohstoffe oder sowas von da unten. Da ist immer noch ein Läufer dabei. Ja, weil die passen wahrscheinlich auf die Graser auf, kann ich mir vorstellen, weil die ja relativ schutzlos sind. Oben auf dem Berg. Ich muss hier mal ein bisschen rohstofftechnisch. Ja, okay, warte mal, aber die sind wirklich sehr aufmerksam. Die Läufer? Ja. Ja. Ah, warte mal. Ja, du hast den falschen Pfiff. Ne? Aber der Pfiff hört sich gleich an. Das ist das Problem. Komm mal her. Das ist lustig, wie die sogar so eine Art Geweih haben, ne? Ja. Das Geweih sind die Rotoren, ne? Mhm. War das alles so beabsichtigt? Oh, jetzt habe ich meinen Typen gehauen. Nee, eigentlich nicht. Normalerweise wollte ich auch nicht den Läufer den Graser herlocken, sondern den Läufer. Holy shit. Dann lassen wir das vielleicht auch hier. Gehen einfach zum Questmarker. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Ja, ist bestimmt wieder untersuchen fällig jetzt, ne? Mhm. Wenn ich da oben bin. Die Mäuse kann ich aber nicht killen. Doch. Ratte. Ein winziges Fleischstückchen. So wird Beefy gemacht. Die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Irgendwie viele Maschinen. Und alle werden... Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Okay. Da. Mhm. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Das war der Trupp aus der... Was für ein Anblick. Es ist, wie Val gesagt hat. Ein weiteres Massaker. Der Trupp aus dem Dorf, der dann unsere Mörder... Mhm. Die Kultisten verfolgt hat, ja. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Okay. Wenn dann sowas ist, untersuche das Schlachtfeld, du hast eben die verschiedenen Prompts, die aufploppen, und du musst ein paar bestimmte Sachen von denen untersuchen. Also näher ins Blickfeld nehmen. Okay, da hinten ist noch was. Ja, und da läuft hier einer. Rede mit den Überlebenden, wie zum Beispiel Klaus Dieter. Krieger! Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Kann sich nicht im Stehen unterhalten, das ging nicht, nur oder ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Val sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Wo ist sie denn? Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruinen bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Okay, das ist... relativ weit rein. Mhm. Ja, gut, dass du das mit dem Langhals schon gemacht hast, sonst wüssten wir nicht ungefähr. Stimmt. Ist an seiner, wäre noch an seiner Seite vorbeigekommen. Ich dachte mir aber eben schon, dass es da ist, weil wir bei diesen Ruinen waren, bei Teufelsdurst. Da hat er sich ja auch irgendwie gemeldet, ja. Guck mal, jetzt am Tag kann man es auch gut sehen, so ein Hochhaus da hinten, ne? Mhm. Eine Kirche oder was das auch immer war. Aber das scheint hier wohl eine Stadt, eine richtige Stadt mal gewesen zu sein. Teufelsdurst. Mhm.
mal lieber außen vorbei, ne? Ja. Bevor wir jetzt uns auf lange Kämpfe einlassen. Ja, ich glaube, da kommst du wahrscheinlich kaum noch drum rum jetzt. Ja, aber das wird hoffentlich alles gut funktionieren gleich. Nächster bitte. Komisch, dass er es nicht gesehen hat da hinten jetzt. So, jetzt habe ich gehört. Ja, irgendwie, das ist so die Krux, ne, dass wirklich nur einer dich maximal hören kann. Mhm. Und wenn du jemanden davor lockst, dass du theoretisch wirklich dann sowas hier machen kannst, ne, wenn viele um dich drumherum sind. Oh. Und den Hasen gleich noch mit erledigt. Ja, geil. Kaninchenknochen. Oh, jetzt kriegen wir so viel Knochen. Warte mal, jetzt bin ich irgendwie rattig drauf. Hier meine Superknochen bauen vielleicht. Das sind ja kleinen. Tragekapazität. Zwei Kaninchenknochen. Ja, schade. Fettes Fleisch müssen wir noch holen. Schweinsknochen. Da fehlt uns eins. Ne, da reichhaltiges Fleisch. Metallgefäß. Feinbeutel abgerechnet. Machen wir mal. Was ist denn das ganz rechts, was dann noch ist mit dem Ausrufezeichen? Schleudermunitionsbeutel. Das können wir ganz gut vergrößern. Er braucht fettes Fleisch und hier unten sind jetzt unsere Stolperfallen. Jetzt werden schon Fuchsknochen gebraucht. Warum auch immer. Weiß ich auch nicht. Sonas Aufenthaltsort. Der gute alte Stein. So. Achso, der ist es. Ich dachte schon. Wo war denn das große Hochhaus? Was ist das? Ne, irgendwo steht noch ein richtig, richtig großes hier. War es nicht das von eben gerade? Ja. Vielleicht sehen. Also irgendwo ist. Da, kann, oder? Weiß ich. Ich meine noch ein viel größeres. Also irgendwo war eins, wo auf jeden Fall, wo du so gucken musst, dass du hochschaust. Es sah aus, als ob jemand von oben mit der Hand gegriffen und es gedreht hat. Vielleicht ist das auch passiert. Wahrscheinlich. Gegner, ne? Ja. Aber da hinten nur da. Ach komm. Ah, kann Gregor nicht dran vorbeigehen. Nee. Komm her, mein Freund. Komm schon mal her. Komm schon mal her. Ich töte dich. Ich nehme mir deine Innereien. Wasserturm, oder? Mhm, irgend sowas in der Art, ja. So eine Aussichtsplattform. Oder ein Planetarium. Das ist es wahrscheinlich. So, da oben. Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Irgendwas können wir bestimmt jetzt upgraden. Fettes Fleisch, Outfitbeutel, warte mal, Outfits. Rohstoff hat leider Knochen. Der ist hier. Modifikationsbeutel. Ja, komm, das ist das. So, und. Gehen wir eigentlich hier. Guck mal. Handhabungsspule. Plus 10% Hammer plus Schock. Das sieht besser aus, ne? Packen wir das rein. Ach, du kannst doch Modifikationen einfach überschreiben. Nee, das war leer gerade. Aber da steht, wenn du eine Modifikation in einem belegten Platz ausrüstest, verlierst du die alte Modifikation. Okay, ja. Dann, ich hab's noch nie probiert. Aber brauchen wir jetzt hier nicht. Hier haben wir ja noch zwei freie Plätze. Ja, genau. Dann tun wir die mal da rein. Feuerschutz packen wir uns noch dazu. Weil nun Tränke brauchen leider recht viel zum Bauen. Achso, aber wir können uns noch ein paar Schnellreisepakete machen für später.
Wir brauchen fettes Fleisch und knochiges Fleisch. Und wir haben 4 schon auch, ne? Ja, 4, 5. Da haben wir eine glatte Zahl. Okay. Also, ich rechne bei sowas immer in 5er-Schritten. Bist du auch so ein Monk, was das angeht? Bei mir müssen im Inventar, wenn du Items hast, Potions oder sowas, muss 3, 5 oder 10, ne? Ne, 5 oder 0. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Wohin ist... Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Gute alte Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Ist irgendwo der gute alte Stein noch. Da ist er. Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein. Pfeilreste. Tatsächlich gefeilte Metallspitzen. Doch gerade die Spur aktiviert, oder nicht? Nee. Doch, da. Jetzt. Ich weiß nur, dass ich diesen Stein sehr interessant fand. Mhm. Der sieht so, aber der ist anscheinend nix. Der ist aber so eingeritzt. Komisch, weird, ne? Das ist eine Story-Hauptquest, ne? Mhm. Okay. Genau. Er hat uns ja auch, der Sohnemann ja auch gebeten, dass wir seine Mama zuerst suchen. Mhm. Um zu sehen, was mit ihr passiert ist. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. So. Ich würde sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt. Während Gregor noch versucht, weiter auf den Berg zu gehen, gehen wir einmal kurz in die Werbung. Danach geht's weiter mit der Suche nach Sona hier bei Horizon. Tschüss. Auf dem Berg wollen wir klettern. Wir sind. Boah, ich habe immer Angst, wenn das Geld da so runterfällt. Ja. Ja. Tut das auch nicht weh, wenn es dir hier auf den Kopf drauf fällt? Das ist so ein Glück so ein bisschen vorbeigefallen gerade. Ja, haben wir Glück gehabt. Ja, ich versuche mich jetzt hier auch gerade an den Wächtern vorbeizuschleichen. Mich so ein bisschen. Das sind vor allem verdorbene Wächter auch noch. Die sind besonders gefährlich, ne? Ja, kannst du hier im Notizbuch, du siehst da an dem roten Glanz, die haben eben so eine Art diese komische Vergiftung bei sich, Verderbnis. Und man kann sie nicht überbrücken. Genau, ich muss sie, wenn, dann killen. Habe ich hier irgendwo Gras? Da ist aber ganz kleines Gras. Guck mal, siehst du, was sie hinterher sich ziehen? Ja. Das ist die Spur der Verderbnis. Du darfst auch nicht reinlaufen, ne? Ja, also wie gesagt, du bist wie so vergiftet und verlierst permanent Energie, aber es ist nicht so nachhaltig. Ist das ein anderer Dings da unten? Ne, das ist der von eben, ne? Mhm. Zwei laufen ja hier herum. Alter, was für ein Glück du hast. Ja, ich muss mir auch ein bisschen von dem wegbewegen. Ah! Jetzt zieht ihr mal locker die Hälfte Energie ab. Ja, die sind eben wirklich kräftiger. Scheiße, ich habe das zu langsam gesehen, dass da schon stiller Schlag stand. Okay, wir haben Stufe 10 erreicht dafür jetzt schon. Mhm. Ah, und guck mal, neben der Energieleiste siehst du, ich bin noch verdorben, ne? Mhm. Also währenddessen das Potenzial, dass ich da Energie verliere, recht groß. Mhm. 2 Punkte haben wir. Was haben wir zuletzt gemacht? Das hier, ne? Präzision. Ja. Kritische Treffer. Vielleicht die, dass man mehr Ressourcen lootet. Ganz ja, das wäre, glaube ich, ganz ähnlich, ne? Ausbeute. Ja. So, ja, jetzt gehen wir da dem normalen Weg, dann können wir nämlich auch über die Schleichpfade hier. Das finde ich immer so knapp. Ich habe das Gefühl, dass sie immer so ein bisschen abbremst, damit es diesen Hänger noch gibt bei solchen Abgründen. No? Ja, das stimmt. No? Sie hüpft dann extra so ein bisschen so. Ein toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Das können wir noch plündern. Hoffen wir.
hat jedenfalls was da. Oh nein. Ich komm nächstes Mal wieder. Alle sind super tough und cool. Mhm. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Ach, da kann man gar nicht wählen. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Warte doch, ich denk noch drüber nach, ob Rache das Richtige ist. Aber erst plündere ich diesen Penner. Wow. Die Sünden der Alten sind doch begraben. Verderber-Dämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Schneller als du. Dir gerecht. Aber siehst du, wenn es rot angezeigt wird, heißt es, ich habe schon voll. Ja. Also wahrscheinlich ist es ein Stein oder so. Steine braucht man eigentlich dann gar nicht mehr, oder? Nee, eigentlich nicht. Es sei denn, du willst jemanden weg von dir hinlocken. Ja, stimmt. Genau. Also, wir haben ja bisher zum Beispiel keine Menschencamps oder sowas vor uns gehabt, ne? Das wird dann nochmal ein anderer Schnack als gegen die Wächter und alles. Fasan. Gok. Rutan. Ein Tierzahn-Talisman. Mm. Alright. Ah, guck mal da. Oh, was ist das denn? Mhm. Hier unten haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann... Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken... Feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Willst du das mal probieren? Ja. Das Lager ja, anräumst. Ruhig erstmal. Nehmen wir erstmal die Behälter hier. Mal sehen, das sind da, wie sie schon erklärt hat, wohl diese Leute, die verdorbene Maschinen unter Kontrolle haben. Deshalb können die auch so herumlaufen mit den Verderbern drumherum. Und Lohe sind eben die Explosionsbehälter. Das müsste das hier sein, ne? Genau, also wir können uns auch dafür entscheiden, dann einfach krachbumm den Weg wohl zu machen mit Feuerfallen. Wo komme ich denn da an, wenn ich hier so runterspringe? Mittendrin. Das ist nicht so nice. Und bist du runtergefallen oder wo wolltest du? Ja, ich. Sie kommt uns holen. Oh. Ja, das ist ja auch schon. Das hat ja super geklappt. Ich bin nicht mehr da. Das hat 12 freigegeben, ne? Ja. So, jetzt ist Ruhe. Das ist geil, wie sie alle einfach anfangen. Das ist ganz praktisch. Verdammt! Was?
Beeren? Wir brauchen Beeren, verdammt. Wieso? Ja, also dadurch, dass sie mich entdeckt haben, ist auch der Angriff von den Schuhen startet. Jetzt hab ich's gerade. Ja. Okay. Da schießt doch noch auf das Lohefass, wo der eine links da drin steht. Da steht jetzt keiner. Oh, da ist aber jemand, ne? Hier drüben ist es. Der ist schon tot. Achso, der andere. Da hast du aber Glück gehabt. Gut, das ist mal für die Tarnkills, sehen wir nochmal ein bisschen mehr. Ja, das war Experience gut, bekommt. Ja. Mit deren Leichen hier noch. Und ein guter alter Stein. Oh, Hammer. Oh ja, das ist gut. Hammer. So, einen hast du erwischt. Ich weiß nicht, ob es Friendly Fire gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, die haben auch gar keine Energiebalken, die hier. Doch, sie sollten teilweise einen haben, tatsächlich, ne? Also wahrscheinlich die jetzt hier nicht, aber ich kann mich an Kämpfe erinnern, wo welche... Oh, jetzt kannst du schöne Stealth Kills machen. Ja. Die sind ja auch beschäftigt. Ah! Was war denn... Oh Gott. Eieiei. Alter! Kiki, oh, das war wirklich Pech. Also ich war gerade beim Stealth Kill. Zwei Sekunden vor dem ultimativen Sieg schon, komm, jetzt mal ich. Ja, bitte. Holy shit. Angesprungen. Mal gucken, wo er gespeichert hat jetzt. Ich hoffe, direkt bevor wir da eingestiegen oder sind. Oder vielleicht währenddessen sogar, ne? Das wäre noch besser. Nee, direkt davor. Nicht. Okay, Steuerung wieder umstellen. Genau. Soll ich einen anderen Weg probieren dazu? Du kannst gerne gucken. Also wenn du die Dinger runterrutschst, bist du eben mittendrin im Camp. Ich würde irgendwo an der Seite runterrutschen, im besten Fall. Ja, du kannst dich da, glaube ich, ein bisschen einigermaßen runterschraddeln. Ach, an der komm, Wand. Ich probiere einfach mal aus. Ja. Ist da ja, toll. Du warst schon geduckt. Warte mal, der kommt jetzt. Ist gut. Ich konnte ihn nicht stealth killen, es ging nicht. Was? Nee, bleib drin, stealth. Nee, jetzt haben dich alle gesehen. Geil, tschüss. Ich kann nichts machen. Ausweiche. Ja, und du bist mitten in der Verderbnis. Ja, genau. Zielen wir mal auf etwas in deiner Nähe. Ziel auf die Lohe. Ja, warte, ich muss erst die Feuerpfeile anvisieren. Sehr gut. Oh ja, du das. Ah, shit. Oh, sehr gut. Da tut mir gar nichts. Sei froh drüber. Guck im besten Fall auch in den Kisten vorbei, ob da noch Heil-Items drin sind. Dich jetzt nicht mehr retten. Ich, ja. Ja. Okay. Ich hätte lieber irgendwo rauf, ne? Der scheint wirklich weniger Aggressionspotenzial da zu haben. Das ist ein guter. Achso, gut, dass du es sagst. Der ist irgendwie, also der verfolgt dich, aber er haut dich nicht. Jetzt aber. Ach, schön, danke. Energie. Nicht entkommen lassen. Energie. Ich hab keinen. Ja. Oh, ey, so ein Kack. Probier du nochmal.
nervig. Eigentlich soll das nicht so irritiert, weil mir die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Vielleicht die Typen, die unten sind, sind dann speziell so programmiert von der KI, damit da welche beschäftigt sind mit den, mit den anderen. Kann sein. Und du eher die Typen drumherum dann weghauen musst. Doch so. So, mal wieder den Weg hier. Ja, also schon, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist echt ein bisschen weird, dass immer ja, ein Gegner darauf reagiert. Wieso hört mich denn der von da hinten? Ist hier jemand? So. Ja, genau, also irgendwie haben sie es bewusst overpowered. Da hinten könnte etwas sein. Ja, dann gucke ich mir das nochmal an. Was ist denn da? Was ist denn da? Ah, ich bin tot! Was war das? Ja, okay. Ja, okay. Lustig, wollte gerade sagen, dass er auf die Leiche gesehen, nicht reagiert. Aber kommt trotzdem her. Ah, okay. Das ist blöd. Schön durchs Pfeil Bein. Ins Knie. Got the Pfeil in the Knie. Hier waren mal die ganzen Items jetzt hier. Also ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher, wenn du die so dann erstmal alle wegschraddelst. Wird natürlich auch ein bisschen langwieriger so. Ja, ich bin so versucht jetzt auf die Lohe da zu ballern, ja, aber dann... Ja, total, ist mega attraktiv. Moment, ich sterb nur kurz. Ja. Ich habe auf diesen Moment hin... Oh! So, der Typ von da drüben konnte mich sehen. Aber jetzt bin ich hoffentlich weit genug weg. Ist doch schon einigermaßen voll. Wie läuft er lang? So lang. Das ist riskant, ne? Ja. Aber du hast nicht gesehen, wer da sein kann. Wer hat mich denn gesehen? Auf der anderen Seite? Na gut, mach es traditionell. Komm her, mein Freund. Hier habe ich gepfiffen. Ha? Ha? Der da hinten. Siehst du das? Das ist super komisch. Nee, ich glaube, der da hinten hatte ich nur gesehen. Ja, aber auch ich bin Sinn eigentlich verdeckt hier. Ja. Na gut, lass uns den mal killen erstmal. So. Warum liegt denn hier eine Leiche? Ich hoffe, das kommt nicht so oft, dass wir solche Lager reinigen müssen, Gregor. Nee, nicht wirklich. Also das hier ist ein Sonderfall. Aber du hast natürlich auch optional Banditenlager, die du entweder so weghauen kannst war oder wohl den. Noch nichts. Okay, war wohl noch nichts. Oder komplett den Stealth-Weg nimmst. Oh fuck it. Ist mir jetzt auch wahr. I don't care. Komm, das schaffst du jetzt, oder? Ah!
Ah. Okay. Ach, kommt's gar nicht. Okay. Ich bin gar nicht hier. Okay, ja, warum nicht? Ha, ist da gerade was explodiert? Wer kommt denn da mit einem Pfeil auf? Brüder! Oh, na gut. Auf die Taste. Alter, die hauen aber auch gut zu, ne? Ja. Oh, da ist noch einer oben. Er bleibt aber einfach auf das stehen. Du kannst unserem Griff da! 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 Ach, lass mir die mal beschäftigen hier. Mhm. Wir sammeln Loot ein. Die Fertigkeit, die wir aufgewertet haben, dass er auch mal benommen sein kann. Mhm. Hast du gesehen? Ich habe mit dem kritischen Schlag ihn getroffen. Boah! Ist noch einer, ne? Ja, der zum Glück aber schon ein bisschen weniger. Ist das der gleiche gewesen, oder? Ich auch gerade gedacht. Vielleicht habe ich den gar nicht gefinisht mit dem hier, weil er mehr Energie hatte, als ein Finisher denn zulässt. Alle Lohrbehälter zerstört scheinbar, ne? Da ist noch einer, aber anscheinend jetzt das Optionale habe ich auch gesehen, dass es da weggeklickt war. So, da bleibt nur noch die hier über, ne? Mhm. Okay, er hat geschafft. Er hat geschafft, ne? Erstmal wird gelootet. Juhu! Gib mir deine Sachen. Das macht mir Spaß. Was gibt's hier drin? Lohe und Reinholz. Eine Kiste. Alles. Ich dachte schon auch gerade, what the hell. Einfach mal ein Abgrund mit einem Lager drin. Ja, das unendliche Loch. Das die Mülldeponie. Die allwissende Müllhaldendeponie. So. Hallo? Rede mit dir noch nicht. Ich will nämlich mal kurz gucken. Noch etwas, was sich lohnt. Ja, ich bin ja immer für Heilsachen, aber man sieht das ja im Voraus nicht. Ja. Also, das wenigstens immerhin haben wir einen gefunden. Na gut, dann sag mir was. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Wo ist sie denn verletzt? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. An den Stimmbändern. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Ich finde, dieser Ausdruck Mörder ist auch sehr hart. Warum sagen wir nicht die Lebensverneiner oder irgendwie so? Okay, untersuche die Ausgrabungsstätte. Was für Spuren das auch immer sind. Ah. Was ist das denn? Tatsächlich ein Audiolog. Sie haben die angeforderte Lohe
für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Das heißt, wir können irgendwie Lohe looten. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. No. Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Ach Gott. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Das geht auch so. Blasphemie. Ja. Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Wir einfach komplette religiöse Basis dann auf den Kopf gestellt. Vielleicht schützt uns ihr Segen, weil sie eine Sucherin ist. Ja, aber jetzt nochmal wieder zu den Erzmüttern zu gehen und da zu fragen. Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass sie die Leute mal finden irgendwann. Es gibt ja für alles Ausnahmefälle bestimmt. Wo ist das jetzt hier? Ganz schön da weit, oben. Ne? Ja. Das rote Echo, der Metallring, kann man den hier... Ist das der hier, oder? Sieht ein bisschen ringmäßig aus. Hier sind also, denn eigentlich diese verfallenen Dinger immer die Teile? Das zeigt dann, dass es mal eine Siedlung war. Ach so. Ich weiß nicht, ob du dann noch Spezielles was machen kannst hier. Genau, Teufelsdorf. Vielleicht laufen da immer die Dings rum? Die Aussichtstürme? Nee, die Aussichtstürme sind nochmal speziell... Okay. Also es kann sein, guck mal, weil das hier ist Teufelsdurst, ne? Mhm. Als wo ehemaliges Wohngebiet, sondern das ist der Langhals von Teufelsdurst. Ja. Wenn jetzt irgendwo anders Langhälse wären, hier zum Beispiel läuft keiner rum, weil das ja alles mit dem Vorgefahr hier schon freigeschaltet wurde, dass die irgendwo. Ah, hier, guck mal. Achso, man sieht die sogar. Okay. Ja, weil wir den einen gehackt haben, wurden die uns alle angezeigt. Ne? Könnte man theoretisch auch dann, falls es schon möglich ist, in diese Gebiete zu gehen, zack, zack, das wegmachen. Es sieht immer ein bisschen weiter aus auf der Karte, als es eigentlich ist. Du hast auch sehr viel Vertikalität in den Gebieten, ja. Ne? Also es ist schon ziemlich groß und massenhaft, die Karte, finde ich. Aber nicht so, dass es dann unüberbrückbar wäre. Und wir können uns vielleicht ja nochmal so einen Läufer hacken. Mhm. Hast du jetzt noch einen, wenn du jetzt versuchst, einen beizurufen? Komm, mal gucken. Ja, es ist das ist auch das normale Five-Ding. Also es ist gar kein Läufer-Icon angezeigt. So, gib mal den. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ich mag das Geräusch, was das macht, wenn das immer so rausbricht. Mhm. Das, was mich mal stört, ist immer dieses permanente Anhalten. Ja, und du musst auch richtig stehen und dann drücken. Stimmt. Du hast ja Malidenlager entdeckt, ne? Ja. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Das ist das Banditenlager, ne? Hier, genau, jetzt wird das angezeigt als Banditenlager Teufelsdurst. Und guck mal, das, was wir hier gerade gemacht haben, Banditen, jetzt müssten wir, wenn wir wollen, optional das Lager jetzt räumen. Okay. Sei denn, du hast Bock drauf, würde ich dir das jetzt geben, oder wir machen das ein andermal? Ich glaube, wir machen es ein andermal. Sind da auch wieder Wächter mit drin und sowas, also Maschinen? Teilweise, ja. Also, ich weiß aber nicht, ob die von den Banditen befehligt werden, oder ich hatte es auf jeden Fall bei manchen Lagerräumen auch mit... Wächtern und sogar Verdorbenen zu tun, die dann vorher patrouilliert sind. Mhm. Aber du siehst ja, ne, teilweise welche Aussicht sind ordentlich viele am Start. Fass jetzt doch an. Nö, ich gebe dir nur einen Headshot. Einfach so mal. Na, warum nicht, ne? Warum nicht? Noch auf der Suche nach mir. Oh, habt ihr das auch gehört? Die Todesschreie? Aber ich wollte eigentlich nur das hier. Ah, und du hast gesehen, wir haben zwei von den Medizinlinien sozusagen. Wenn wir eine Folge gemacht haben, können wir noch eine weitere Folge machen. Mhm. Quasi als Fallback. Ich weiß nicht, ob wir das diese oder vorletzte Folge freigeschaltet hatten. Aber irgendwo haben wir das deswegen. So, lass mich noch mal kurz gucken. Ah, ich gehe um das Lager drumherum. Oh, jetzt ist
Aber das wird mir noch weiterhelfen. Rache der Nora. Die sind meist ganz nützlich so für Loot und sowas. So mhm. Bei Far Cry gibt es sowas auch, ne? Dass man so Menschenlager räumt. Ja, oder ja, so. Klar, das ist so ein wichtiger Standard. Ja, so ein Standardding, ne? Ich hätte ja auch gesagt, ich habe ein bisschen was von dem optionalen Krams gemacht. Mal hier so ein Lager, Langhälse und solches Zeug, aber. Und ein paar Story-Side-Quests, aber jetzt nicht. Ich könnte theoretisch wirklich wahrscheinlich noch 20, 30 Stunden, wenn ich diesen kleinen Krams machen wollte, investieren. Dann wäre ich wohl bei 50 am Ende. Also bei 20 Stunden fand ich es eigentlich auch ganz okay. Also schon umfangreich genug. Hui. Ein U-Fly. Was bedeutet das? Oh. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten blieb. Er lieb und teuer war. Orange Hop. Das ist wahrscheinlich von irgendeinem. Drone Hop. Drone Hop. Drauf. Oder Drone Shop vielleicht. Drone Shop, das Drone, kann auch sein, ja. Drone Hop. Stets Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen getauscht werden. Ja, das ist dann okay. Sammelkram, den wir noch finden können. Krass. Und bei so viel Schnee kann man nicht gut sehen. Das, oh, falsche Taste. Das finde ich sinnig. Aber einige der Händler, da kannst du auch Karten bei denen kaufen, wo so die Gebiete eingezeichnet sind, wo du was finden ja, kannst, um Sachen zu looten. Auch ein typisches Far Cry-Ding oder auch bei Witcher. Mhm. Wie schön die Weizig ist, gefällt mir immer sehr gut. Das ist super, ja. Gegner, ne? Ja, cool. Gehen wir den großräumig vorbei. Das nehme ich lieber mit. Was ist denn das hier? Wollte ich jetzt auch gerade fragen. Also sind es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich eine Siedlung. Oder? Weißt du gar nicht, ob das unbedingt Nora sind? Das macht sie automatisch, ja. In den Kopf. Ich hoffe, das war tief genug, aber anscheinend Mutterkrone. Das ist das Nora-Ding, ja. Klingt wie das Bier, was Hannes immer trinkt. Ja. Mutterkrone. Wenn es richtig knallen soll, dann Mutterkrone. Na gut, von da aus, ich nehme den anderen Weg rein. Siedlung drin, Siedlung verlassen. Schön leise jetzt. So, dass du hier erfrieren würdest oder sowas, das gibt es nicht, ne? Erfrierungszustand, glaube ich, gab es nicht. Denkst auch wieder an Zelda, ne? Ja, ja, klar. Schnell deinen Winterbams anziehen. Also hier wird jetzt auch Sinn machen, weil du gerade hier mitten im Schnee jetzt in so Wasser rumhüpfst. Ja, ich glaube, das gab es nicht. Also so Annehmlichkeiten wie zum Beispiel eben, dass du theoretisch unendlich laufen könntest, ohne dein Stamina zu verlieren. Das finde ich ganz angenehm. So, haben wir den Weg drumherum genommen. Ja, eine weitere Nora-Siedlung hier. Krone. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Ich wette, dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich hoffe, du kaufst etwas. Ich will handeln. Gefällt dir was davon? Schattenschleuder. Reicht noch nicht. Reicht noch nicht und wir brauchen ein Kristallgeflecht, was auch immer das ist. Das können wir kaufen, das Teil. Scharfschussbogen, Stolperfalle. Ja, was hat er denn von Munition? Er hat, Filmabspiel, kann man sich noch angucken, wie man einen Bogen benutzt. Mhm. Das ist geil, ne? Fernkampf, nee. Lass mal, wir bekommen erstmal mit denen gut zurecht. Guck mal, wie viele neue Outfits hier natürlich werden. Ne? Und du siehst immer, die haben so leicht, mittel, schwer, was sich auch auf deine, ich glaube sogar auf deine Geschwindigkeit ein bisschen auswirkt. Und Schutz ist natürlich sehr unterschiedlich, ne? Mhm. Können wir denn irgendetwas. Aber schützt doch verdorbenen Öl, war da jetzt zum Beispiel eben gerade, ist ja ganz sinnvoll dann, ne? Also, wo war das hier, ne? Ne, Verderbensschaden. Aber jetzt nur eine Idee. Achso, meinst du, dass wir das hier nehmen, damit wir weniger Verderbnis? Ich weiß nicht. Banuk Schamanengewand. Wir könnten noch das stille Nora-Jägerin. Das hat. Damit wird man 40% weniger gesehen, ne? Oder 40 Punkte weniger gesehen. Das ist auch gut. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Entweder oder was kostet das? Die Wächterlinse, davon haben wir genug. Und Metallscherben haben wir auch genug. Metallscherben haben wir auch genug. Das ist eine Plünderer-Linse. Ja, das ist das andere, ne? Ja. Das hier? Ja. Ausrüsten. So, können wir auch. Ah ja, wir gucken mal, was wir verkaufen können. Verkauf gegen ja. Metallscherben. So. Schlüssel, ja. Wüstenglas, was ist denn? Was können wir denn nur verkaufen? Da.
was wir nicht für Objektherstellung brauchen. Ich glaube, hier weiter oben ist alles Objektherstellung. Waffen. Können wir die alten Outfits verkaufen? Können wir, aber ich würde die behalten, ja, so wie das, was wir ja ausgerüstet, geht natürlich ja, nicht. Das steht dir gut. Und es schützt. Ah, warte mal, was ich vergesse das immer ganz gerne, aber wir können natürlich immer die Gratis-Probenkiste mitnehmen. Ja, stimmt. Komisch. Tja, ich. Danke. So, Inventar. Schnellreisepakete. Ja, warum nicht, ne? Das nehme ich gerne mit. Die U-Fly. Orange. Dorange Shop. Ich würde mal Orange lesen, weil es so orange ist im Hintergrund. Haben wir noch was hier? Ne, keine leider. Egal. Da kriegen wir bestimmt noch was Gutes. Aber 40% weniger gesehen werden, ist eigentlich ganz cool. Ich mag bei manchen der Outfits nicht die Hüte, die sie anhat. Also bei denen geht es einigermaßen, aber ich bin ein Großteil des Spiels durchgegangen, da hat sie immer so quasi so ein Geweih auf dem Kopf gehabt. Ja, das ist nicht so mein Fall. So, und guck mal, sehr viele Nebenquestgeber hier natürlich. Freischalten können wir die Sachen. Ja, komm, nimm sie mal ist an. Eine Sucherin. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Doch, sag's mir. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Ja, so schwach wie du bin ich nicht. Brutstätte Sigma. Das ist unser Hauptauftrag. Irgendwo wurde die hier auch eingetragen. Guck mal, das müssten hier die Sachen sein, wo wir die das Überbrücken freischalten, ne? Oder siehst du das Zeichen? Ich glaube, das müsste es sein, wo wir dann herausfinden, wie meinst wir... Meinst du das blaue Ding? Ja, wie wir mehr der Tiere überbrücken. So. Ah, und das ist hier bei der Brutstätte Sigma, ah, okay. Genau. Also quasi werden wir wahrscheinlich hier bei der Brutstätte herausfinden, wo sie herkommen und da die Baupläne oder whatever. Können wir ja auf dem Weg eigentlich erledigen, das ist eigentlich stimmt, ganz ehrlich, ja. Ne? Lass das machen. Achso, warte mal, nicht so, machen wir einen richtigen Questmarker. Brutstätte Sigma. Aber lass noch die anderen Nebenquests hier annehmen vorher. Bevor wir rauslaufen. Was willst du? Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft. Sie ist... Alle tot. Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Da wird die Urmutter drüber urteilen. Kajan mit den Händen ließen, während sich die Verderbnis noch immer ausbreitet. Sehr viele Questgeber hier. Bist du für eine? Kriegerin. Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Nein. Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Meine wäre Ring auch ein bisschen komisch. Ja. Schäm dich! Ein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst.
Ja, wir haben ja zumindest eine Haut müssten wir haben, die wir ihm geben können, aber diesen Ring haben wir natürlich nicht. Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Wo wisst ihr das? Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere jetzt nicht, Dinge oder was? Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Nee, nur für dich. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Okay. Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Na gut, okay. Neue Jagdprüfung für hier. Also hat er den Quest, der ist immer noch da, ne? Ja. Jetzt hat er die Jagdprüfung angenommen. Oder? Ne, hier. Achso, okay. Nee, ist immer das Gleiche. Alles klar. Mal sehen, ja, vielleicht schaffen wir es ja noch dahin. Noch. Machen das, wollen wir mal an dem Lagerfeuer mal richtig speichern? Machen wir mal, genau. So, wo ist er? Hier lang, da lang, überall lang. Verdorbenes Zone ist einfach nur mit Maschinen, die verdorben sind, oder was? Genau, ich weiß nicht, ob es hier nochmal eingetragen wird, aber hier, man kann sie, glaube ich, sogar auch räumen, wenn man die genug Verdorbene von denen dann weghaut, aber das merken wir uns für ein andermal vor. Also, wir haben schon echt auch versucht, da viel reinzupacken, um es so bei Laune zu halten oder zu beschäftigen, vielmehr. Ja, also ich weiß nicht, ich spiele so Open-World-Spiele eher nicht, ne, dass ich jede kleinste Sache sofort dann mache, sondern eher so, wo ich das Interesse habe. Wahrscheinlich würde man auch wesentlich langsamer damit umherkommen. Ich habe auch das Gefühl, das ist aber jetzt auch sehr explodiert, so innerhalb der letzten ein, zwei Stunden in diesem ganzen neuen Gebiet, dass da auf einmal so mega viel jetzt aufgeploppt ist. Vorher war es ja doch eher überschaubar. Ach, das sind böse Leute. Na egal, ist mir egal. Ich laufe jetzt weiter. Okay. Banditenbarbar. Alter, what the hell? Alter! Alter, was passiert denn da? Raketenwerfer haben die. Nicht mit mir, mein Junge. Das mache ich ein andermal. Ja, dadurch, dass wir jetzt in der Open World wirklich sind, Sande war ja mehr so ein gewöhn dich mal dran, dann sollen dir auch möglichst viele Optionen offen stehen. Ist ja kein Zelda, wo man alles gleich von Anfang an machen kann. Ja, stimmt. Komm, du Fasan. Ruthahn haut. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit, habe ich gesagt. Sieht aus, als wäre ich sicher. Du da! Und gehst du uns wieder zurück? Ich hoffe, du hilfst uns. Ach so, weil es da soll ich hin. Ach so. Rutschstelle Sigma. Ich dachte, da wäre noch was bei dem Wagen gewesen. Nee, da ist noch ein Questgeber anscheinend, aber den können wir bestimmt noch das nächste Mal fragen. Und guck mal da, siehst du? Ui, wie schön. Das muss die Brutstätte sein, von der Drahl geredet hat. Okay. Es muss ein Weg reingehen. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich jetzt lieber zurückgehen zu einem der 27 Lagerfeuer, die wir auf dem Weg gerade entdeckt haben, um dann mal zu speichern. Ne? Aber sieht man auf jeden Fall, wir werden was Interessantes wohl hier drin Hammer. Finden. Hammer, ne? Sieht super gut aus. Na gut, Leute, dann wir bedanken uns, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Wir sind dann wieder dabei. Gängige Stunde so gegen 23 Uhr meistens, genau. Falls Team Limited nicht schon wieder irgendwie abgewinnt. Ich wollte auch gerade sagen, falls Team Limited nicht wieder eine Stunde überzieht. Ich hatte aber gesehen, die waren wenigstens erfolgreich in der Stunde. Ja, das ist doch gut. Das ist auch ganz gut. Flo hat geschrieben, er hat die schlechteste Vorstellung aller Zeiten. Ja, aber bei dem wundert es mich nicht. Das stimmt. Der hat aber auch gerade auch Urlaub, muss man fairerweise sagen, war nur dafür da. Euch aber vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.